Herzlich willkommen bei Folge 15. Der Aufstieg hat leider nicht geklappt. Wir bereiten uns jetzt auf die nächste Saison vor, auf den schwedischen Pokal. Und ich hoffe, dass mir der Vorstand weiterhin das Vertrauen schenkt, weil ich der Überzeugung bin, dass ich mit diesem Kader, mit dieser Taktik nächstes Jahr um den Aufstieg mitspielen kann. So, Trelleborg FF bekommt 459.000 für den sechsten Platz in der Superettan. Balsam auf das finanzielle marode Trelleborg. So, dann gibt es die Auszeichnungen am Ende der Saison. Spieler der Saison wurde Hugo Andersson, 37%. Vor Matthias Hakansson und Jovanovic, Tor der Saison Erik Andersson, schauen wir uns an, gegen Syrianska, das Tor der Saison. Bitteschön, Neuzugang der Saison Richie Donkor. Talent der Saison, Hugo Andersson. Jetzt mal da, Statistiken. Top-Torschütze, Fatavu, Saviu und Jönsson. Höchste Durchschnittswertung, Hugo Andersson. Meisten Vorlagen, Erik Andersson. Beste Passquote, Zvetkov. Häufigsten Spieler des Spiels, Jovanovic. Glasberg mit den meisten Gelben. Und die meisten roten Karten also. So, auch nächste Saison werde ich am Transfermarkt nicht zuschlagen können, zumindest nicht mit Kohle. Transferbudget 0, Gehaltsbudget 1,13 Millionen. Man freut sich der Vorstand, dass ich ein Ziel erreichen konnte, nämlich in der oberen Tabellenhälfte der Superettan platziert zu sein am Ende der Saison. Das ist mit Platz 6 erreicht. So, damit ist es Urlaub in Schweden, offiziell. 10 Wochen. Also 10 Wochen dauert dann die Vorbereitung. Meine Spieler kommen am 20.01. wieder zurück. Also am 20.01. beginnt die Vorbereitung. 10 Wochen wird sie dauern. Und dann wird auch der Cup gespielt werden. So, dann habe ich Scouting-Budget bekommen. Mehr ist nicht drin wie Schweden, jeweils bei Senioren und Jugend. Weiter hinaus geht es nicht. Mehr Kohle ist nicht drinnen. So, für mich ist der Transfermarkt geöffnet. Kaufen kann ich nichts, aber vielleicht tummelt sich irgendwo ein halbblinder, vereinsloser Spieler herum, den man verpflichten kann und der mir auch weiterhelfen kann. 75.000 Prämie haben die Spieler und Mitarbeiter bekommen für den sechsten Platz in der Superettan. Vorstandsvorsitzender bei Trelleborg jetzt Erik Söderberg. Bin gespannt, ob das für mich irgendwelche Auswirkungen hat. Bedankt sich für meine Geduld während der stressigen Zeit, während dem Wahlkampf. Für mich dürfte sich nichts ändern, er sagt mir nur, dass der Verein keine weiteren Investitionen von ihm zu erwarten hat, aber der Geschäftsführer Matthias Kornwall musste trotzdem gehen. Die Vereinsziele, wieder Gehaltsbudget einhalten und auch jetzt soll ich wieder ins Mittelfeld der Superettan. Nächstes Jahr sollte ich noch da sein in den Playoffs und 2022 wollen sie aufsteigen in die Allsvenskan. Schauen wir, ob ich da noch da bin. Würde sich aber auch mit meinem 3-Jahres-Plan decken. Herzlich willkommen wieder zurück. Hoycraft, sein Grinsel ist geheilt. Herzlich willkommen zurück. So, da sind wir bei der Auslosung des schwedischen Pokals. 8 Gruppen zu 4 Mannschaften. Nur der Gruppensieger steigt auf.
Und dann geht es im K.O.-System weiter. In welchem Topf sind wir? Im Topf 8. Na bitte. Elfsborg haben wir in der Gruppe. Megaforce, also einen Zweitligisten, Elfsborg ein Erstligist. Und wer war der vierte? Norbi IF, also vielleicht kann man hier wirklich für eine Überraschung sorgen und Elfsborg fordern. Achter Platz in der Meisterschaft in der ersten Liga. Degerfors vor mir platziert in der zweiten Liga und Norbi abgestiegen in die Liga 1 Süd. Das war also die Cup-Auslosung. Hier nochmal genauer im Überblick. Gruppe 8 mit Elfsborg, Degerfors und Norbi IF. Die Gruppenspiele beginnen am 16. Februar 2020, also wir haben noch 2,5 Monate circa Zeit. Wir haben erst den 29. November 2019. Zwei Verträge habe ich auslaufen lassen, und zwar Salif Kamara Jönsson, 36 Jahre alt, doch 6 Tore, aber spielt in meinen Überlegungen überhaupt keine Rolle mehr, und Simon Olsen, 18 Jahre, aber da wird nichts kommen von dem. Dann kommen Leihspieler zurück, wenn ihr euch erinnern könnt, am Anfang der Saison oder bei meinem Amtsantritt ist mir sofort Noah Christofferson ins Auge gestochen. Auf den freue ich mich, bin ich gespannt, ob ich den oder ob sich der jetzt durchsetzen kann gegen Safiu und Zvetkov. Aber auf den freue ich mich. Da habe ich, während die Spieler im Urlaub sind, habe ich sie kontaktiert und Vertragsverlängerungsangebote gemacht für Erik Andersson, Gabriel Johansson, Noah Christofferson, dann auch für Christian Kohler, Samir Polozen. Der Rest muss ich mal beweisen, beziehungsweise muss ich abschauen, mal abwarten, wie das finanziell ist, ob ich mal überhaupt manche Vertragsverlängerungen dann leisten kann. Aber das waren dann für mich die wichtigsten, wo ich mir denke, ja, die wäre es schade, wenn man verliert, weil der Vertrag ausläuft. Mladen Pajic verlängert, das ist der, die Pappen aufgerissen hat. Ich habe ihm nochmal einen Jahresvertrag gegeben. Vielleicht schafft er es in der Saison, in der Kampfmannschaft wieder Fuß zu fassen und sich normal zu benehmen. Erik Andersen verlängert den Vertrag, sehr wichtig, cool. So, ablösefreie Verpflichtung, Benjamin C. Ondo aus Gabun. Derzeitige Fähigkeiten 4 Sterne, zentraler Mittelfeldspieler, routinierter Mittelfeldspieler, kann auch zur Not links ausweichen. Ich hoffe, er kann Stabilität in meine Mannschaft bringen und für den nötigen Rückhalt sorgen in Situationen, wo es brenzlig wird. So, und am 4.4. beginnt die Superettan, zweite Liga Schweden. Dürfte ich also noch erleben. Ich habe da keine Anzeichen vom Vorstand, dass das nicht so sein wird. Mit einem Heimspiel gegen Jönköping Södner beginne ich. Dann Ögritte IS auswärts, dann ein Heimspiel gegen Jungskile SK, müsste ein Aufsteiger sein. IK Prager auswärts, Degerfors auswärts. Das wären meine ersten 5 Spiele. Und dann der letzte Spieltag auswärts gegen den Absteiger GIF Sundsvall in der Norrport Arena. Aber da hoffe ich, da habe ich schon alles klar gemacht. Es geht wieder los. Meine Spieler sind zurück vom Urlaub. Haben sie lang genug gehabt jetzt. Jetzt geht's ab. 3 Testspiele und dann beginnt der schwedische Cup. Und weil es gleich die erste Trainingswoche ist, gibt es gleich Vollgas, überhaupt keine Pause. Durchgehend 3 Einheiten täglich.
alles für den Erfolg, alles für den Aufstieg, und der beginnt in diesem Moment der Weg in die Allwärtskamm. Und vielleicht interessiert es einige von euch, wie es in den großen Ligen aussieht zurzeit. 19 Spieltage absolviert in Spanien, Barcelona, 9 Punkte vor Real Madrid. Dahinter Real Sociedad, Bilbao, Atletico Madrid, aber schon doch mit einigem respektablen Abstand. In der Premier League nach 22 Spielen Manchester United, Tabellenführer vor Arsenal, 6 Punkte Vorsprung. Und dann auch schon Tottenham, Liverpool, City, Manchester City und Chelsea. Naja, da könnte sich eine kleine Sensation anbahnen in England. In Frankreich, wie soll es anders sein, Paris Saint-Germain, 4 Punkte vor Lyon. In Frankreich läuft alles auf Paris Saint-Germain hinaus. In Italien, Juventus Turin, Tabellenführer. Hier heißen sie Zebre, warum das bei mir nicht geändert wurde oder ist. Man, vielleicht habe ich auch den Mod nicht gemacht, weil es mir wurscht ist, wie die heißen da eigentlich. Aber wie gesagt, Juventus 11 Punkte Vorsprung vor dem AS Rom in Italien. In der deutschen Bundesliga die Bayern 10 Punkte vor Gladbach, 11 vor Leverkusen, 11 vor Dortmund, 13 vor Hertha BSC. Ja, und Wolfsburg unten, kurz vor dem Abstieg. In Portugal hier führt Porto einen Punkt vor Benfica Lissabon. In Belgien Brügge Tabellenführer vor Antwerpen. Und in den Niederlanden Ajax Amsterdam vor Eindhoven. Die österreichische Bundesliga. Salzburg 2 Punkte vor Rapid und Altach auf Platz 3, aber abgeschlagen. Sturm Graz, LASK und die Wiener Austria folgen auf den Plätzen. Die Champions League, wie ist das ausgegangen? In Gruppe 1 hat sich Barcelona durchgesetzt mit Galatasaray. Ausgeschieden oder in die Euroleague muss Dortmund weg, Dynamo Kiew. Gruppe B, Manchester City und Ajax haben dem Red Bull Imperium Platz 3 und 4 zugewiesen. Bemerkenswert Salzburg vor Leipzig. Juventus, Tottenham. Ebenso weiter, Eindhoven Euroleague Genk ausgeschieden. Real Madrid und Bayern München haben sich durchgesetzt gegen Lyon und Spartak Prag. Paris Saint-Germain, Atlanta Bergamo vor Schachtar Donetsk und Leverkusen. Atletico Madrid, Chelsea, Inter Mailand, Celtic Glasgow. Eine Todesgruppe, wenn man so will. Liverpool und Neapel vor Kopenhagen und Moskau. Und Valencia und Benfica, Lille in die Euroleague und Zenit St. Petersburg ausgeschieden. Jetzt ein Blick auf die K.O.-Phase, auf die erste K.O.-Phase. Galatasaray bekommt es mit Manchester City zu tun. Bayern gegen Juventus, Tottenham gegen Valencia, Neapel gegen Barcelona, Ajax Liverpool, Bergamo Atletico Madrid, Benfica Lissabon, Paris Saint-Germain und Chelsea gegen Real Madrid. Ja, mein Ziel ist es natürlich auch mal eine Mannschaft zu trainieren, die dann der Champions League mitspielt, mitreden kann. Mit Trelleborg wird das nicht funktionieren, daher muss ich schauen, dass ich meinen Namen in Europa verbreite, Erfolge feiere und in die Champions League kommen, denn allen Respekt mit Trelleborg, das wird nichts. Dann noch die Euroleague, kurz, sie irgendwelche Auffälligkeiten gibt, eigentlich zum ersten Blick nichts. Der schwedische Vertreter auf Platz 3 in der Gruppe ausgeschieden. Der LASK scheitert in der Gruppe mit Besiktas, Young Boys,
keine faustdicken Überraschungen, die man hier sieht. Ja, vielleicht da Wolfsburg oder Tabellenletzter. Da. Na, mit 6 Punkten in der Gruppe, mit Basel, Saloniki, Praga. Da hat es Basel erwischt. So, das war jetzt nochmal der Rundblick durch die Ligen Europas, durch die Champions League und Euroleague. Ja, aber wir schauen jetzt und kümmern uns natürlich vorrangig um Trelleborg FF und den Aufstieg in die Alvaskamp. Jetzt noch in der ersten Trainingswoche, bislang kein Verletzter. Das wäre doch was, wenn es so bleiben würde und ich längere Zeit aus dem Vollen schöpfen kann. So, da habe ich meine Mannschaft nominiert fürs Trainingslager in Malmö. Also wir fahren nach Malmö. Dort ist sicher schon warm. Im Jänner. Deswegen wahrscheinlich nach Malmö. Das sind ja die Ärgsten. Dritter Tag Vorbereitung und es ist so viel Schnelligkeitstraining. Am dritten Tag der Vorbereitung. So, dann veranstalte ich hier ein kurzes Testturnier mit den beiden anderen Mannschaften aus Trelleborg. Die spielen auch ziemlich weit unten, beide in derselben Liga. Brabrand IF ist ein Zweitdivisionär aus Dänemark. Dann enden wieder ein paar Probetrainings. Zwei interessante wären dabei, aber hier Gerardo Bruna und Richard Jarsufat vom Absteiger Norbi, aber beide sind finanziell nicht machbar. Und die anderen für die Tonne. Sind wir jetzt schon in der Woche des ersten Vorbereitungsspiels. Training ist eingestellt, wieder volle Power. So in 5 Tagen, in 4 Tagen steigt das erste Testspiel gegen Paxbergs IF. Unterklassiger Verein aus der Amateurliga. Der war super gewesen, aber den habe ich mir auch nicht leisten können. Vom Gehalt. So, dann haben wir die erste Spielvorschau im Jahr 2020. Das Taktikbriefing hat der Co-Trainer machen dürfen. Es wird auch jetzt die Mannschaftsansprache und so der Co-Trainer machen dürfen. Die Aufstellung, ja, hat auch der Co-Trainer gemacht, aber weil in der Pause werden alle Spieler gewechselt werden. Also das erste Spiel im Jahr 2020 gegen eine Amateurmannschaft. Ich verlange natürlich Konzentration, Konsequenz, kein Halligalli, auch wenn es nur Amateure sind. Was abseit? Wieder abseit. So, nicht schlecht. Ja, so stelle ich mir das aber vor, so muss man auftreten, auch in einem Testspiel gegen Amateure. Da hat
darf überhaupt kein Schlendrian einreißen. Da muss man drüber fahren. So leid es mir tut für die Dachsbergser. Halbzeit, 23:0 Schüsse, 7:0 aufs Tor, ja. Das ist wohl eine bessere Trainingspartie, wenn überhaupt. Jetzt wird mal die komplette Mannschaft gewechselt. Dann wieder alle zu ihren Einsätzen kommen. Die Mannschaftsansprache wird keinen Sinn haben. Dann eh alle draußen. Eben der Erik Andersson wirkt verwirrt. Eine bessere Bewegungstherapie. Jeder kann sich beweisen. Eher nicht. Kein Abseits, na, das hätte ich jetzt wieder als Abseits gesehen. Zvetkov schlägt auch zu. Und dann gleich noch einer. Dann macht doch der zweite Stürmer sein Tor. Soll man sagen, war halt ein Freundschaftsspiel gegen eine Amateurmannschaft, jetzt nichts Aufregendes, auch der Co-Trainer etwas sagen. Das war eine unspektakuläre Folge 15 mit dem Saisonende, mit dem Beginn der Vorbereitung zuerst auf den schwedischen Pokal und dann Anfang April beginnt die Superretan wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich weiß, es war jetzt wahrscheinlich nicht wirklich interessant für euch zum Zusehen. Aber glaubt mir, in Folge 16 geht es dann wieder ab. Wenn dann die Meisterschaft beginnt, wenn der Cup beginnt, dann werden wir wieder unter Feuer stehen und dann rocken wir die schwedische zweite Liga und steigen auf. Danke fürs Zusehen. Likes, Kommentare, teilt meinen Kanal, teilt meine Videos. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, tut das. Freue mich irrsinnig. Bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss, Baba. Euer Gia.